Willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Ich überlege mir jetzt, ob ich das immer sagen soll. Naja, wir machen jetzt einfach hier weiter. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt kurz vor dem Endgegner sind und das ist irgendwie aufregend. Oh, ich hätte nachgucken sollen, ob ich das richtige Dings dabei habe. Egal. Wenn nicht, dann habe ich, dann wird das ja eh nochmal geladen und sowas, blablabla. Ich habe dich natürlich bereits erwartet, Mario. Hinter diesem Tor wartet eine Waffe, die ganz speziell für dich entworfen wurde. Oder sollte ich besser sagen, gegen dich. Erzittere in Ehrfurcht, winde dich vor Angst. Wer sagt das? Wer sagt das? Wer sagt das? Zeig dich! Es ist Ludwig. Ludwig! Meine neue Mario-Abwehrwaffe. Ludwigs oberkrasse Fregatte des Untergangs. Ihre Freunde Ludwigatte. Na, wie findest du sie? Spitzmäßig, oder? Du bist allerdings ein bisschen früher hier als erwartet. Also ist sie noch nicht ganz fertig und wir mussten hier und da... Hör auf, so anzugeben, du Möchtegern Schlauberger. Hier ist ein großer Farbständer, spüre ich. Du kannst ihn nicht vor mir verstecken. Ich habe ein Fantasy-Spiel für sowas. Ein Gespür, von dem normale Farben einmal nur träumen können. Und ich spüre eine Menge blauer Farbe. Der blaue Farbstein befindet sich hier in der Tat mein Besitz. Natürlich werde ich ihn nicht einfach herausgeben. Wenn du ihn wirklich willst, dann musst du... Na was schon, du musst an mir und meiner Ludwigatte vorbei. Komm doch, wenn du dich traust. Klar trau ich mich. Der Kampf kann beginnen, entspann dich und lass dich von der unglaublichen Feuerwehrkraft meiner Ludwigatte überwältigen. Was soll ich zuerst einsetzen? Ich setze erstmal was ganz Normales ein. Ein Sprung oder so. Scheinen lieb, ihr zuerst anzugreifen. Ich setze die Karte ein. Es bringt nichts. Was soll ich gegen sowas einsetzen, die Balance? Es scheint irgendwie komisch zu sein, die Balance einzusetzen. Ja, wisst ihr was, ich mache in der nächsten Runde mal das Kartenrad. Würde diese Menschenattacke so meinen Ludwigatte beschädigen? Mario anvisieren, Feuer frei! Beim Kartenrad sieht man doch, was man braucht. Ich setze doch lieber erstmal einen Pilz ein. Und dann ein Dings. Ein Dings, was ich auf keinen Fall brauche jetzt. Ich setze mal ein... Das Becken. Ich wüsste zwar nicht, wie ein Becken helfen sollte, aber ich mache einfach mal. Ist halt alles weg. Blablabla. Was soll ich machen? Ich hab doch keine Ahnung. Kartenrad. Hilf mir weiter. Das Sparschwein wird mir angezeigt. Ah, Mist. Nur ein Pilz. Habe ich das Sparschwein? Nee. Okay. Ich glaube nicht, dass mir Sparschwein auch so unglaublich weiterhelfen sollte.
Soll ich jetzt schon die Balance einsetzen? Es wäre das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ganz ehrlich. Ich mach das jetzt. Was soll ich sonst einsetzen? Aber ich hab's noch nicht mit dem Hammer probiert. Ja. Erst den Hammer. Wenn dann nichts hilft, dann die Balance. Nichts. Na gut. Ich benutze die Balance. Wenn die jetzt nicht helfen, dann lass mich K.O. gehen und von dem einen Tod beraten. Oh nein, sie sind weg. Okay. Ich lasse mich jetzt Game Over gehen. Ja. Ich will jetzt Game Over sein. Ich bin irgendwie ein bisschen ratlos. Ich weiß, das bringt nichts, also drücke ich jetzt auch gar nichts. So, noch diese Runde jetzt. Ich bin ratlos. Ja, mach doch. Game over, von mir aus. Aber wenn ich jetzt... Obwohl ich kann ja abkürzen. Hierhin. Ich habe mich gerade gewundert, ne, wenn ich jetzt hingehe und dann wieder rausgehe, dann speichert das ja. Bin ich dann wieder am Anfang des Levels, aber da ist ja die eine Röhre, da kann ich abkürzen. Dann sollte das nicht so schlimm sein. Oh, und hier ist ja auch ein Brief angekommen. Habe ich ganz vergessen. Oder gar nicht mitgekriegt. Je nachdem. Aber ich habe die Balance hier noch nicht benötigt, von daher sollte... Ja, okay. Ich brauche immer noch die Balance. Boah, wie geht das? Wie soll ich das schaffen? Ich kann noch nicht an den ran. Mit einem Wurfhammer vielleicht. Keine Ahnung. Ehrlich, keine Ahnung. Wenn wir eine Teeparty feiern können, alles, was wir noch hatten, tun wollen, ist erledigt.
Daher können wir nun diese Welt hinter uns lassen. Ewiger Dankbarkeit zu Teeparty Toads. Wie nett, dass dir die blassen Toads einen Danksbrief geschickt haben. Ich frage mich, weshalb ihnen so viel an ihrer Teeparty gelegen war. Bringt mir das jetzt was? Seltsame Vorkommnisse in Hotel Ultramarino. Wie bist du mit den Rätseln zurechtgekommen? Dieser Level hat sich vielleicht ein wenig wie ein Gruselfilm angefühlt, aber die Geschichte hinter dem Hotel ist eigentlich eher etwas traurig. Als das Hotel Ultramarino vor vielen Jahren seine Pforten öffnete, versprachen sich 6 befreundete Toasts, dort gemeinsam eine Teeparty zu veranstalten. Sie trafen am Tag vor der Party im Hotel ein, um dort zu übernachten, bevor dann am nächsten Tag um 15 Uhr die Teeparty beginnen sollte. Aber leider ging die Standuhr in der Rezeption kaputt und bis die Toasts das bemerkten, war es schon nach 15 Uhr. Das stimmte die 6 Freunde sehr betrübt und so vergingen die Jahre. Ihr Wunsch nach der Teeparty blieb übrigens all diese Zeit unerfüllt. Dann wurde zum 200-jährigen Jubiläum des Hotels die Standuhr repariert und sobald die Uhr wieder lief, begannen sie seltsamen Vorkommnisse im Hotel. Danach sind die 6 Toads, aber das weißt du schon, du hast ihnen ihren sehnsten Wunsch erfüllt und sie sind sicher sehr dankbar. Mutant-Terania, okay. Warum lese ich mir das überhaupt durch? Stopp, den folgenden Abschnitt kannst du lesen, wenn du den großen blauen Farbstein gefunden hast. Over. Ich sehe also die ganzen Dinge, die ich noch nicht habe, okay. Choreografie. What? Warum lese ich mir das überhaupt durch? Okay, hier ist wirklich Spoiler-Alarm. Ach du Scheiße. Okay, das scheint ein paar Antworten zu haben auf Dinge, die passieren. Okay. Das könnte ja für mich irgendwie sehr interessant werden. Vielleicht mache ich dann einen Bonuspart drum. Aber fürs Erste habe ich keine Ahnung, was ich jetzt tun soll mit Ludwig. Ich kann höchstens jede Attacke ausprobieren, die ich habe. Ein bestimmtes Dings brauche ich nicht. Die Balance funktioniert nicht. Also es ist kein Dings, das ich brauche. Aber was dann? Ich bin so verwirrt. Geben mir aber auch irgendwie keine Anhaltspunkte. Oder doch? Feuer? Keine Ahnung. Ist die Antwort Feuer? Was soll ich tun? Was kann ich tun? Das ist jetzt nicht gerade sehr offensichtlich. Ich probiere jetzt einfach mal irgendwie jede Attacke aus, die ich habe.
komme ich an Ludwig ran? Feuerkraft. War das ein Hinweis? Oh. Es ist der Schweif, oder? Oh. Ich habe aus Stickers da gar nichts gelernt, oder? Deswegen haben die mir auch so viele Schweife gegeben. Okay, das hat nicht wirklich ganz geklappt. Ich denke nicht, dass es möglich ist, die Kanonenkugeln der Ludwig-Gatte zu blocken. Vielleicht hast du eine Karte, mit der du es reflektieren kannst. Okay, wenn man verliert, dann gibt er einem einen Tipp. Okay, das ist also... Das ist gut, das ist gut. Auch wenn ich es jetzt auch schon wieder vorher herausgefunden habe, ich habe es gerade nur nicht geschafft. Yay, endlich. Mein Gegenangriff, wie tapfer. Bereite die taktischen Lufteinheiten zur vorwärtsgerichteten Verteidigung vor. Ach, ich weiß genau, was ich meine. Hetzt ihm die Paracoopers auf den Hals. Los, los, los! Aurica Ball! Paracooper Geschwader 2, Luftunterstützung der Luftgatte auf Position! Habe ich einen Seriensprung vielleicht? Ah, da. Ich setze noch was ein. Wurfhammer. Damit sollte ich die dann bestimmt besiegt haben. Warum genau auf den? Ich weiß es nicht. Diese jämmerliche Attacke soll meinen Luftgatte beschädigen. Nein. Blödes Ding. Okay, dann jetzt einfach irgendwie einen Sprung. So. Und dann noch einen Schweif. Ich hoffe, die gehen mir nicht aus. Ich habe noch 4 Stück. Nice. Oh, jetzt ist mein schönes Schiff doch ernsthaft beschädigt. Nochmal passiert das nicht. Bomba! Verrichtet euer schmutziges Werk. Jawohl! Bombevorbereitung abgeschlossen. Ich hätte jetzt mit Bob ums gerechnet, ganz ehrlich. Was soll ich noch machen? Wurfhammer. Damit sollte man noch so ziemlich alles treffen. Aber ich glaube, der greift das Schiff an, ne? Ja. Ja, wie soll ich denn an die rankommen? Ah! Ich hasse es. Ich hasse das Timing, das ist so komisch einfach. Oh! Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Pilz, Pilz, komm mal her! Ah, da sind auch noch 2 Schweife. Okay. Ich muss mich wirklich in das Timing gewöhnen. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Nein, wir sinken. Nein, man, habe ich es rausgefunden.
Alles läuft in Ordnung. Die Luftregatte war nur Teil eines Täuschungsmanövers. Hier kommt der ganze Stolz meiner Flotte, das U-Boot. Na, versucht doch anzugreifen. Und jetzt? Soll ich jetzt die Balance einsetzen? Ach komm, ihr seid mir viel zu undeutlich. Ich muss erst mal gucken, was die da machen. So weit kannst du nicht springen, oder? Nee. Ja, tut mir leid, in deine frühe Siegsfeier zu platzen, aber diese Attacke hier musst du erlebt haben. Ich probiere es jetzt mal mit dem Balance. Das ist alles, was mir jetzt einfällt. Jetzt habe ich auch keine Tricks mehr auf Lager. Es geht noch mal unter. Es bringt mir nichts. Oh doch, doch, doch. Hallo. Du wolltest klar zum Tauchen. Tauchen, tauchen. Warum tauchen wir nicht? Oh Gott sei Dank, es hat funktioniert. Die Musik ist aber wieder cool. Ich guck mal erstmal, ob das hier funktioniert. Es macht Schaden, ja. Du hast mein U-Boot geschrottet. Wie kannst du es wagen? Dann hätte es wahrscheinlich auch nichts gebracht, jetzt von bei den Ballons was zu drücken. Wenn es ja dann nicht wirklich als Angriff gilt, sondern ja, als einfach als ja, Ding, um den Kampf voranzubringen. Versteht ihr? So, ich bin gespannt, wie die Kamera angreift. Will ich einmal sehen. Okay, Ludwig. Bereit? Sag. Gewürzgurken! Hallo. Das ist gar nicht meine Attacke. Oder doch? Hä? What? Achso, ich habe jetzt ein Schutzschild. Okay. Das ist so komisch. Naja, besiegt ist besiegt. Mario. Der weltberühmte Super Mario, ich wollte mich mit dir messen. Deswegen habe ich dich mit dem Farbstern hergelockt. Aber ich habe dich unterschätzt und gestehe großmütig meine Niederlage ein. Es war dir eine Ehre, dich mit mir duelliert zu haben. Ich schätze, alle Hoffnungen ruhen nun auf Bowser. Wiedersehen! Wir kommen doch jetzt nicht schon etwa zu Bowser, oder? Wir geben uns! Wir sehen unsere Fehler ein! Haben jetzt all die anderen Koopalinge? Sag nicht, ich muss jetzt gegen alle von denen kämpfen. Oh nein, nur die. Es tut uns leid. Leid tun allein hilft uns nicht weiter. Rück den großen Farbstern raus. Mario, das ist der dritte große Farbstern, der blaue. Spring ihn an und weck ihn auf. Okay.
Und jetzt färbt er hier das Meer ein. Der große blaue Farbstein ist zum Prismabrunnen zurückgekehrt. Ich danke dir, ich bin der große blaue Farbstein. Erlaube mir, meine Erinnerungen mit dir zu teilen. Ja. So war das also. Bosses Armee ist mit einer Armada aus Luftgaleeren eingefallen und hat die ganze Farbe mitgenommen. Das Luftschiff, das wir beim Karmesinturm zerstört haben, war nur eines von vielen. Aber was wollen die bloß mit so viel Farbe anstellen? Wir müssen wohl den nächsten großen Farbstern befreien, wenn wir das erfahren wollen. Ich weiß, dass ihr noch alle ganz erschöpft von der letzten Feier seid, aber zeigen wir dem großen blauen Farbstern, wie viel uns an ihm liegt. Tanzen wir! Was kommt jetzt wohl? Oh, ich hätte Blues erwartet. Na gut, dann sehen wir uns also beim nächsten Part zurück. Ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Jetzt haben wir schon 3 Farbstände. Oh. Warum habe ich das nicht schon früher probiert? Hier kann man sich dann alle Farbe auffüllen, die man haben will. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hatte gerade irgendwie kurz was im Hals. Ciao.